dort. Das ist wer dann zum Beispiel Margaret Kicks Ass, Dead Fish Fuck, Not versus BSNU und Yuko Araki. Das wird im Laufe der Sendung einfach ein bisschen eingespielt. Ja, lauter Zeug, was eben hier schon oft gespielt hat. Und auch von Inside und von THDN wird es ein bisschen was zu sehen geben. Dazu noch ein bisschen Zeug übers Schiff. Rust Never Sleeps, das ist so eine Folge, die wir hier weiterentwickeln oder die, wo jedes Mal so ein kleiner Einblick kommen soll, was hier eigentlich so auf dem Schiff passiert. Fällt dir noch was ein, bevor wir hier mit Tintin durchstarten oder so? Ja, viel Spaß, würde ich sagen. Ja, das geht schnell, ne? Genau.
Ja, herzlich willkommen zum Plattenposter Televisionsgespräch. Heute haben wir zu Gast Kera und André. Ihr seid Inside und THDN und ihr begleitet tatsächlich die Stubnitz schon seit ziemlich genau 20 Jahren. 20 Jahren, genau. Ja, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ja, toll. Danke, dass ihr uns eingeladen habt. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, nun sitzen wir hier und es finden im Moment ja eigentlich keine Live-Kulturveranstaltungen statt. Und irgendwie sind wir, wie Felix Rubin im letzten Interview erwähnt hat, irgendwie alle in die große Pause geschickt worden. Ja, aber ihr seid trotzdem hier zumindest zu einem Gespräch. Und was macht das mit euch irgendwie zu sein, oder was heißt es für euch hier zu sein, und ist es eigentlich keine Veranstaltung in dem Sinne? Also wir haben die große Pause, die du erwähntest, die haben wir für uns selber ja schon ein klein wenig vorher eingeläutet. Wir haben 2019 so für uns die Entscheidung getroffen, auszusetzen mit dem Musik und Video und Kunst machen für eine, ich sag mal, unbestimmte Zeit. Wir haben unseren Fokus verlegt und sind jetzt viel mehr in dem Thema Yoga unterwegs und solchen Sachen. Und insofern ist das für mich persönlich gerade, dass ich diese Situation ein bisschen von außen fast beobachte, das natürlich sehr wahrnehme, und ist natürlich eine sehr schlimme Situation für jeden, der jetzt hier gerade davon abhängt und so. Und ich fand Felix' Worte letztes Mal eigentlich ziemlich passend, ziemlich gut. Der hat es ziemlich auf den Punkt gebracht. Und da ist jetzt wirklich einfach nur abwarten, was passiert und wie jeder Einzelne damit den besten Weg findet für seine eigene auch Art von Kunst. Das ist ja mit jeder Art von Kunst auch wieder anders. Ja. Was ich meine, ihr seid ja Vollblutkünstler, ne? Und obwohl ihr irgendwie euch vorher schon entschieden habt, irgendwie in die Pause zu gehen, so diese Gesamtsituation und die Gesamtstimmung, macht das irgendwas mit euch, auch als in einer Art künstlerischen Denken? Hat sich da was verändert im Gegensatz zu, ja, okay, wir haben uns dazu jetzt entschieden, und auf einmal ist es so, dass irgendwie so alles Künstlerische wegbricht? Naja, die Gesamtstimmung, die spürt man natürlich schon. Es ist aber für uns beide, denke ich mal, so, dass dadurch, dass wir so viel meditieren, ist es so eine Ruhe in uns selber, dass man sich das dann so ein bisschen anguckt und denkt, ja, das ist jetzt halt gerade Chaos und so ist es, da kann man jetzt auch nichts dran ändern. Hm. Und dann versucht man immer, das als eine Herausforderung zu sehen, an der man auch irgendwie wachsen kann. Ja. Und das sei es jetzt, dass man sich in allen Bereichen, die man so macht, versucht 10% zu verbessern, oder dass man sich einen ganz neuen Bereich sucht, weil man jetzt vielleicht die Zeit dafür hat, oder. Also dass man, wo es möglich ist, sich die Sachen rausgreift, wo man denkt, da kann man jetzt was für sich positiv ändern, und ansonsten es als eine Herausforderung sieht, die man zu meistern hat, dass man das dass man seine eigene Ruhe und Freude nicht verliert, weil es um einen rum Chaos alles versinkt. Ja, klar, das ist natürlich irgendwie... Nützt ja nichts, nee. Ändert ja nichts, nee, dran. Also dann ist es doppelt schlimm. Dann hat man einerseits die schlimme Situation um sich rum und hat auch noch eine schlimme Laune dazu. Das macht es ja auch nicht besser. Ja, das ist klar. Und ich glaube, die Ruhe, die einfach da ist, so dieses Gechillte, hat für viele Künstler, gibt es auch die Möglichkeit, einfach Sachen neu zu überdenken, und ich bin überzeugt, dass wir im Laufe dieses Jahres noch wahnsinnig tolle Releases hören werden von Leuten, die sonst die Zeit einfach vielleicht nicht dafür hatten, eine Platte zu machen, weil sie vielleicht viel am Touren sind, was jetzt nicht geht, und dann halt ins Studio gehen, und das eben dann mit der Tiefe, dass da auch ganz andere Musik bei rauskommt. Das denke ich schon. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wenn man nicht gerade irgendwie damit beschäftigt ist, irgendwie Anträge zu schreiben und so weiter, wie es eben ja doch auch vielen so geht. Eben auch, das macht sicherlich was mit einem. Ihr habt irgendwie erzählt, zwei Jahre her ist es, glaube ich, haben wir uns irgendwie mal unterhalten, und da habt ihr gesagt, ja, irgendwie, wir waren zwar irgendwie immer mal wieder mit Inside, dem Projekt, irgendwie hier auf der Stubnitz, aber
eigentlich ist dieses Schiff irgendwie viel zu klein für das, was wir gemacht haben. Ja, das klingt ja fies jetzt sozusagen. Das klingt ja, also, nein, wir sind zu groß für dieses Schiff. Das nein, du war das Quatsch. Überhaupt gar nicht gemeint. Ich weiß, aber die Idee bei Inside war halt, das ist eine Inszenierung von einer großen Leinwand, vor der wir stehen. Und die Videos sind so gebaut, dass wir bestimmte Proportionen brauchen, unsere Körper zum Bild. Wenn das Bild von der Raumgröße her bedingt einfach zu klein ist, dann wirkt das nicht so. Das heißt, wir haben das letzte Mal, wo wir gespielt haben mit Inside, war 2014. Und da haben wir hier im Vorderschiff mit zwei Projektoren, wir haben den ganzen Tag aufgebaut, im Prinzip ein sehr breites Bild gemacht. Und das war natürlich auf eine bestimmte Art kompromissbehaftet, aber war für uns auch ein spannendes Experiment zu sehen, ob das trotz der relativ geringen Höhe geht. Und das fand ich war ganz okay. Also das war der Abend mit Igor zusammen. Das hat vor allen Dingen Spaß gemacht. Ja, mit Igor auch. Igor hatte so heftig vorgelegt und dann irgendwie haben wir gedacht, okay, jetzt machen wir es auch mal ein bisschen heftiger und haben dann noch eine Bassdrum, die wir eigentlich immer nicht anmachen, die aber so ein bisschen drunter liegt. Die haben wir dann noch mit drunter gemischt und so. Das hat viel Spaß gemacht. Dann würde ich die Stelle mal nutzen und wir gucken mal in eins von euren Projekten rein. Oh ja.
Da war der Kreider noch nicht an Bord. Also. Und die Auftritte davor, da war das, ich glaube, beim ersten Auftritt hatten wir noch gar keine Visuals. Okay. Das war der Abend mit Dart Politics in Rostock noch. Mhm. Und beim zweiten Mal, da waren wir in Newcastle upon Tyne auf unserer England-Tour. Und da war die Stubnitz halt zufälligerweise in Newcastle. Und da hatten wir auch, da haben wir gesagt, das ist jetzt völlig egal. Also da war das mit den Visuals auch neu und noch viel Experiment für uns selber. Und da war das auch total okay. Das war eine tolle Gelegenheit und dann auf dem Schiff zu sein und nachts in der Kajüte zu pennen und so. Super. Wir sind dann auch immer stärker inhaltlich geworden mit unseren Live-Sets. Wir haben ja verschiedene Live-Sets gemacht, ja, die dann in sich geschlossen gespielt werden können oder auch gemischt werden können mit den Stücken von anderen. Das geht auch, aber unsere neuen Live-Sets wurden immer inhaltlicher. Das heißt, desto wichtiger war es, dass man auf dem Bild erkennt, um was es geht. Weil wir singen nicht, wir sprechen kaum, sagen höchstens mal so Hallo und ansonsten sind wir eigentlich eher still. Das heißt, es muss sich über das Bild erklären. Und wenn man dann das Bild nicht so gut erkennen kann, dann entschlüsselt sich die Geschichte, die dahinter steckt, gar nicht. Ja, klar. Und dann sind es nur noch irgendwelche Illustrationen, irgendwelche bewegten Pixel. Und das sollte es gerade ja bei uns nicht sein. Bei den neueren Sachen jedenfalls nicht. Genau. So haben wir angefangen. Ja. Und hat auch Spaß gebracht. Und dann sind wir, was weiß ich, unser neuestes Set ging dann zum Beispiel um Duality, um darum, dass das Gesamte ein Ganzes ist und dass das, was wir hier haben, was wir auch mit Corona gerade haben, dass das dann halt umschlägt ins Negative, dass das aber auch immer in irgendeiner Form irgendwas Positives drin hat und dass es diese Dualitäten in dieser Welt gibt, die aber beide zu dem Ganzen irgendwie dazugehören. Auch wenn das für einen emotional manchmal schwierig zu ertragen sein mag, so ist es trotzdem so, dass ohne Trauer gäbe es kein Glücklichsein. Würden wir es gar nicht verstehen, was das heißt, wenn wir immer nur glücklich sind. Wer nie traurig war, ja, weiß klar. Das nicht. Ne? Das ist richtig. Bei einem Stück, das heißt Possibilities, da haben wir Würfel als Symbol für den Zufall, in Anführungszeichen. Für den Zufall, den es gar nicht gibt, genutzt und wie wir eingreifen können. Das war eben ein thematisches Projekt. Also am Ende haben wir wirklich viele Inhalte Love it, leave it or change it kam dann immer mit den Würfeln so gestellt. Und dann ging es im Prinzip darum, dass auch wenn da nur eine 1 gewürfelt war, dass man das dann zu einer 6 oder zu einer Zahl, die einem wichtig ist, umdrehen kann. Und ja, solche Sachen, die brauchen dann halt diese große Leinwand. Das heißt, wir wurden immer größer mit unserer Inszenierung. Was uns halt auch eingeschränkt hat. Dann gingen einige Sachen halt nicht mehr. Und dann haben wir halt THDN. Ist daraus so ein bisschen entstanden, dass wir halt auch in kleineren Clubs spielen können, wo das nicht möglich ist, sich so groß zu inszenieren. Genau. Ja, genau. Mit dem wart ihr tatsächlich sogar auch dreimal hier. Ne? Mhm. THDN ist auch ein bisschen mit Hilfe der Stubnitz erst möglich geworden, in der Tat. Weil die Geschichte von THDN, eigentlich ist es mein Live-Set gewesen, mein Solo-Set gewesen. Und aus Dingen entstanden, die bei Inside durchgefallen sind. Also jetzt nicht im Sinne von Abfall, sondern Inside war immer sehr strikt gemeinsam. Und wenn einem Sound nicht gefiel, dann flog der raus. Wenn es ins Konzept nicht passte. Und da waren halt viele Dinge, die überwiegend nicht ins Konzept passen. Ich weiß, dass damals die Hi-Hats auch zu laut waren. Ich erinnere mich. Und deshalb hat sich daraus halt auch mein Wunsch entwickelt, eben all diese Dinge, die ich nicht umsetzen konnte in dem Gemeinsamen, auch mal als ein Projekt zu machen. Und damals hatte ich mit Blo gesprochen und ich glaube, Karl war übrigens auch mit dabei. Und ich habe dann möglich gemacht, dass ich mich hier so mal so einen Tag, auch im Vorderschiff, mit Nebelmaschine, Projektor und der PA einfach hingestellt habe. Ich habe Bass gespielt und die Elektronik dazu und einfach ausprobiert habe, wie kommt das rüber. Und danach habe ich noch sehr, sehr viel daran geändert. Und über einen zweiten Abend, wo wir beide nochmal, das war eigentlich ein bisschen kann man es als den Desasterabend bezeichnen, weil wir halt unsere Sets dann mal solo ausprobiert haben vor Publikum. Und also zumindest in meinem Fall bin ich komplett havariert, da hat nichts funktioniert, das Interface ist abgeschmiert. Ich hatte drei Nebelmaschinen und die musste ich mit dem Finger mal drauf drücken. Da konnte ich natürlich nicht Bass spielen, während die Finger, das war total bescheuert. Und danach habe ich gemerkt, das geht so nicht. Also da ist was Gutes dran, aber es geht so nicht. Und dann haben wir einen Schlagzeuger, später eine Schlagzeugerin dazu geholt. Kera ist mit Visuals und Elektronik eingestiegen. Und dann wurde es wieder ein Bandprojekt. Und dann hat mich das nicht mehr so überfordert. Ja.
So, genau. Wir haben uns jetzt irgendwie was von euch angeschaut und ihr habt ja jetzt erzählt, ja, im Moment seid ihr nicht aktiv, so als künstlerisch aktiv. Was ich jetzt natürlich irgendwie, ihr wart sehr lange künstlerisch aktiv und was ich irgendwie schade finde, dass ihr es nicht mehr seid und mir natürlich die Frage stelle, kommt ihr irgendwann wieder mit irgendwas, brütet ihr irgendwas aus oder sind das ungelegte Eier, über die ihr nicht sprechen möchtet oder findet da gerade ein Kreativprozess statt oder seid ihr irgendwie so vollkommen... Also bei mir ist es ja so, ich habe 1985 angefangen, Krach zu machen, also experimentelle Sachen zu machen, in verschiedenen Projekten, das meiste solo und das hat eigentlich nur mit Inside und TRDN ein bisschen Sinn gemacht, in Anführungszeichen. Ich persönlich empfinde mich jetzt an so einem Punkt, wo ich sage, dass es sehr angenehm ist, das so laufen zu lassen, das so den Abstand zu haben. Über die Jahre sind für mich als Musiker so viele Pflichten, in Anführungszeichen, oder Jobs mit dazugekommen, die ich nicht eigentlich als Musiker nicht haben will. Ich bin so oft selber, wir sind selber so oft Veranstalter gewesen für unsere eigenen Konzerte und haben so viele Dinge gemacht, die dann damit dazugehören. Das ist halt heutzutage so. Das ist auch okay. Wo ich aber dann bei mir das irgendwo sagte, das reizt mich halt einfach nicht. Im Augenblick, wenn ich da sitze zu Hause und sage, ich habe die ganze Software noch und die ganzen Sachen, ich kann jeden Augenblick loslegen, da zwickt mich gerade nichts. Und ja, das Zwicken muss passieren. Es muss irgendwas mir am Hosenbein ziehen und sagen, Digga, das willst du, das musst du, du hast die Idee, das müssen die Leute sehen, das ist so geil. Und ja, wenn ich das habe, dann werde ich mich bei euch als allerersten melden, weil dann will ich wieder hier ausprobieren, ob es funktioniert oder ob ich eine blöde Idee hatte. Ja, unbedingt. Ich bitte sehr darum. Ja, ich meine, klar, ne, dass dieses ganze Rumherum organisieren, das zieht einfach auch unglaublich viel Energie ab. Ne? Und, du machst ja alles selbst. Du bist dein eigener... Also wir haben für Inside komplettes Booking gemacht und wir haben über 230 Auftritte gespielt. Wir haben alles selber gebucht. Ja. Wir haben zum Teil den Veranstaltern international auf Festivals die Flugkosten vorgestreckt, weil die so kurzfristig kamen, dass man keine Tickets mehr bucht. Das ist alles irgendwie so, weißt du, so. Und dann, das war so ein Level, wo ich irgendwann gesagt habe, das brauche ich jetzt nicht mehr, das will ich nicht mehr. Ja, und wir haben halt einfach auch was gefunden, wo wir einfach sagen, hey, irgendwie mal was ganz Neues. Das ist auch mal schön, was ganz anderes zu machen. Und wenig, also eigentlich kaum noch vor dem Rechner zu sitzen, empfinde ich sehr als sehr angenehm. Wenn ich dann mal was mache für irgendwas, so ein was Kleines schneiden, bringt mir das immer ganz viel Spaß oder so. Es ist klar, das ist irgendwie, die Energie ist nicht weg. Aber eigentlich bin ich froh, dass ich irgendwie mal eher aufs Wasser gucken kann oder Yoga mache und mal einfach sagen kann, okay, es gibt noch ganz viel zu entwickeln. Und die Entwicklung ist jetzt aber eher auf so einem transformativen... Mehr nach innen. Ja, mehr nach innen, mehr transformativ, mehr gucken, was so noch möglich ist. Als ich habe mich mal erinnert, als ich 13 war, habe ich irgendwie gedacht, Mensch, so viele Dimensionen soll es geben und die Leute verstehen das gar nicht. Irgendwie komisch, wenn man so nach innen guckt, da ist es doch ganz groß da drin. Und das habe ich über die Zeit total verloren. Und da bin ich oder sind wir halt einfach am Gucken, was da so, wenn man nach innen guckt, so alles irgendwie an Weite aufgeht. Und das ist... Das ist super spannend, auf jeden Fall. Und dazu kommt, finde ich, als andere Seite, dass jetzt auch vielleicht mal die Jüngeren dran sind. Also so, die Bühne frei für eine andere Generation auch. Ja, warum nicht? Also die haben es ja sowieso, also viele von denen haben es ja noch, ja, vielleicht noch schwerer sozusagen. Und gerade jetzt irgendwie... Ne, ich glaube, jede Generation hat immer geglaubt, dass sie es am schwersten hatten. Ja. Jeder Musiker hat das Gefühl, es ist alle Musik schon da und man kann nichts mehr Neues erfinden und so. Ja, das war vor 30 Jahren aber auch schon so. Ja, wahrscheinlich. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel, viel Glück und viel Spaß. Danke. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Euch gewesen auch. Wart. Ja. Vielen Dank für die Reihe auch, die ihr jetzt angefangen habt. Das finde ich ein super Medium. Ich habe es das letzte Mal geschaut. Ich werde die nächsten Male auch gucken. Haben auf jeden Fall, bemühen wir uns weiterhin, vielfältige und spannende Gäste irgendwie mit dabei zu haben. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Ja.
Ich habe zu danken. Rock das Leben. Wir rocken das Leben, auf dass der Kahn nicht untergeht. Auf keinen Fall. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Gerne. Ja, Plattenfroster Television. Nice Nummer hier gerade in der Bar. Felix hat sich gerade mit Kira und André ein bisschen ausgetauscht so davor. Für die, die vielleicht später reingeschaltet haben, so Tintin Patron hat schon gespielt. Ihr könnt und sowieso alle Folgen auf YouTube oder Facebook nachschauen. Im Fall ihr auch nachher noch was zu tun habt, das ist alles online. Schaut vorbei. Und eine Phase noch. Wir haben gesagt, dass wir das Lang-Interview von Felix Kubin auch noch bereitstellen. Das dauert noch ein bisschen. Ihr kriegt da schon über unsere Kanäle Bescheid, wann das dann soweit ist. Ja, Felix. Ja. Nochmal einen herzlichen Dank an Kira und André für das Gespräch. Jetzt kommen wir zu einem Teil, den wir regelmäßig euch präsentieren wollen. Rust Never Sleeps. 2.500 Tonnen Stahl. Ne, so viel wiegt dieses Schiff. Und da gibt es eigentlich, Stahl und Wasser ist halt eine schwierige Kombination. Da liegt das Rosten nicht so ferne. Und bei einem Schiff, was so alt ist wie die Stubnitz. Wie alt ist die Stubnitz eigentlich? Tatsächlich ist die Stubnitz 56 Jahre gerade geworden. Gestern? Ja, genau. Tatsächlich gestern, ja. Ey, ich habe mir aufgeschrieben, 10. Juni 1964, Stralsund. Stapellauf. Ja, krass. Yay. Herzlichen Glückwunsch, alter Kutter. Auf, dass er uns noch einige Jahre erhalten bleibt. Und das verdanken wir im Moment auch einen großen Teil euch, die ihr als Paten uns unterstützt. Das ist super wichtig für uns. Denn diese Patenschaft hat für uns den Vorteil, wenn ihr 1 Euro spendet, bekommen wir 8 Euro aus den Töpfen der Denkmalförderung, des Denkmalschutzes und der Stadt Hamburg und des Landes Deutschland. Und wir sind damit in der Lage, ziemlich viel Rost zu entfernen und zu konservieren. Und in diesem Konservierungsprozess geben wir euch gleich noch ein paar Einblicke. Wolltest du noch was sagen dazu? Nö, ich denke, wir schauen mal zu, was passiert. Ne? Ich glaube, heute sind wir im Laderaum 4 oder sowas. Kann das sein? Ich schalte mal live rüber, oder? Würde ich auch sagen. Wir befinden uns hier in Laderaum 4, das ist der Konzertraum von unserem Schiff. Und wir nutzen die Gelegenheit, dass wir hier Arbeiten durchführen können, die im normalen Veranstaltungsbetrieb eben nicht möglich wären. Wir sind hier ganz unten, unter uns sind nur noch die Tanks. Und dann nutzen wir jetzt die Chance, hier die ganze Tankdecke zu entrosten. Wir nehmen hier die Farbe weg und den Dreck der letzten Jahrzehnte und den Rost, der sich so gesammelt hat. Und arbeiten dabei mit einem Wasserdruckgerät. Sieht man hier unten, ist die Pistole, da haben wir dann 1600 Bar und dann nur Wasser, keine sonstigen Zusatzstoffe. Und spülen damit die ganzen Poren aus und die ganze Oberfläche ab, um eben sicher zu gehen, dass da auch kein Fett und gar nichts mehr drauf ist. Und im Anschluss werden wir das dann konservieren. Wie das aussieht, wenn wir fertig sind. Das ist hier die Steuerbordseite, hier haben wir die letzten Wochen gearbeitet. Und hier kann man das ganz gut erahnen. Wir haben gleich mit die Spanten hier und die Außenhaut auch mitkonserviert. Hier unten die Spantfüße.
und das ganze Deck eben in einem schmutzfreundlicheren, dunklen Farbton gehalten. Genau, und so hoffen wir, dass wir da irgendwie in den nächsten Wochen auch da drüben noch fertig werden. Und werden dann außerdem noch an den Seiten vom Laderaum, so auf halber Höhe, gibt es noch so größere Versteifungen, wo wir diese Arbeit auch noch mal vor uns haben. Genau, und dann hoffen wir, dass wir fertig werden, bevor Corona vorbei ist. Ja, hallo. Da sind wir zurück, jetzt mittlerweile dann hier mit Tintin und mit David. Hey, schön, dass ihr da seid. Hi. Hallöchen. Oh. Du hast ja schon gespielt. Du kommst nachher noch dran und machst hier so quasi das Finale der zweiten Folge von hier. Ja. Ja. Wie ist das eigentlich? Habt ihr in letzter Zeit natürlich wahrscheinlich auch nicht mehr gespielt, seit irgendwie gar nichts mehr geht, ne? Das erste Mal wieder? Das erste Mal seit Mitte Februar. Ja. Bei dir auch sowas irgendwie, oder? Naja, also gespielt mit einer richtigen PA in so einem schönen Raum, der irgendwie auch eine bestimmte Akustik hat, das ist schon das erste Mal. Aber Livestream habe ich vor ein paar Wochen meinen ersten und wahrscheinlich, naja, jetzt vorletzten, für den Mousanturm in Frankfurt gemacht. Da hatten die Leute von Les Trucs, haben da eine kleine Serie gestartet. Und Leute eingeladen, das zu Hause aufzunehmen quasi. Und es ist schon nicht dasselbe wie auftreten und auch nicht dasselbe wie hier dann spielen, was einem Konzert viel näher kommt. Ja. Ja, wie ist das eigentlich insgesamt? Wir haben uns ja auch so im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Neues oder was, oder beziehungsweise was machst du eigentlich für Musik? Ist das Neues? Ist das Drone? Ist das, was, hast du da eine Schublade für oder ist das halt, du machst da einfach... Ich glaube, Drone passt vielleicht stellenweise, ja, okay. Ist aber ein bisschen Blues und ein bisschen, keine Ahnung, ich kann dieses Instrument eigentlich nicht spielen und es ist immer irgendwie so ein Abarbeiten da dran, ja. Und dann habe ich aber mein Setup, was natürlich, ja, wo die Grundidee schon ist, auch so einen Drone-Sound zu erzeugen. Ja. Aber die Schublade, die sollen von mir aus andere Leute sich aussuchen, wo das reinpasst. Ja. Ja, denke ich eigentlich auch, ja. Aber so gerade nochmal Neues oder die Mucke, die ihr beide macht, auch wenn sie sehr unterschiedlich ist, so, die in einem Stream zu machen, den sich dann Leute oder den ihr euch dann so auf Laptop oder auf kleinen Boxen, vielleicht manche auch auf einer fetten Anlage irgendwie anhören, ist ja trotzdem was anderes, als jetzt hier in einem Resonanzkörper zu stehen, in der quasi, also ihr spielt da voll viel mit Resonanzen eigentlich und Feedbacks und. Auf jeden Fall. Und bisher. Das ist das erste Mal überhaupt für mich, dass ich was mache, was ausschließlich in diesem Format Livestream geschieht. Und für mich war Video bisher halt immer die Dokumentation von dem, was ich gemacht habe vor Leuten. Und jetzt ist die Dokumentation, auch wenn es in Echtzeit passiert, das eigentliche Ding, was geschieht. Ja, was auf jeden Fall für alle Personen, die sich das dann im Stream anschauen, anhören, ein Verlust ist. Weil ja, das keine ist Ahnung, außer man hat sich irgendwie einen Bass-Shaker in den Stuhl reingeschraubt, auf dem man sitzt. Hast du das zu Hause, oder? Nein. Auch nicht, ne? Ich habe einen Bass-Shaker, aber da sitze ich nicht drauf, sondern den benutze ich zum Krachmachen. Ja, am Krachmachen, du bist ja da quasi so studierter Vollkrachmacher. So. Also du hast jetzt einen Doktor in Noise oder sowas, oder wie ist das? Sagen wir mal, ich habe mir meine eigene Nische geschaffen, in der ich dann halt drin sitze. Und ganz keiner, ich habe an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg letzten Dezember tatsächlich eine Doktorarbeit zum Thema Noise verteidigt, wie man das so schön nennt, ja. Und werde dann diesen komischen Dr. Phil, den die HFBK vergibt, irgendwann demnächst, wenn das Buch veröffentlicht ist, dann auf mein als Klingelschild an die Tür schrauben dürfen. Bist du dann auch nur noch als Doktor oder weiter als David Bayroff? Nee, auf dann? Keinen Fall. Ja, okay. Der ist dann für andere Sachen da. Für
für was auch immer. Mal schauen, ich bin gespannt. Du hast das gesagt, irgendwie, wie heißt das? Grenzen des Hörens, Neues und Akustik des Politischen. Ja, genau, das ist der Titel. Das haben wir schön aufgeschrieben, ne? Ja, ja, du hast auch gemeint, da geht es um Sonic Warfare, um Crowd Control und so. Ganz netter Zusammenhang auch. Lila hat ja letztes Mal auch erzählt, dass sie da Bock drauf hat, irgendwie Zeug mit Sonic Warfare irgendwie so in dieser Radioshow dann in Berlin oder sowas zu machen. Mhm. Ist das ein ganzes Kapitel bei dir geworden, wo es um Krach als Kriegsführung geht so, oder? Ich habe mich darauf bezogen, aber das ist nicht das eigentliche Thema. Ich habe halt dieses, gibt diese beiden Wörter Noise und Sound im Englischen, und Noise ist halt, wenn man versucht, das ins Deutsche zu übersetzen, super uneindeutig, weil es Lärm, Geräusch, Rauschen und Störung bedeuten kann und immer so mehr oder weniger synonym benutzt wird. Also wenn man das Wort im englischen Text verwendet, dann schwirren all diese Bedeutungen mit rum, die was Ähnliches meinen können, aber nicht müssen. Und Sound kann, wenn man es übersetzt, kann einerseits Schall heißen, also alles Hörbare, und kann aber auch Klang heißen, was ja nur ein bestimmter Teil des Hörbaren ist. Also es ist eine Wertung. Klang ist ja das, was kulturell dann immer als schön oder vernünftig oder harmonisch. Das Gute Schöne, so. Das Gute Schöne, und Neues ist immer das, was stört und nervt und potenziell schädlich ist. Und zwischen diesen beiden Polen oszilliert das Ganze dann. Und wenn jetzt, sagen wir mal, in der Situation von einem Protest oder einem Riot oder sowas, die Polizei die Ordnungskraft ist, dann wäre Neues auf jeden Fall auf der Seite der Menschen, die da protestieren, also die sich gegen die Ordnung auflehnen. Aber wenn die Polizei dann anfängt, selber Krach zu machen, also es gibt dieses Long Range Acoustic Device, LRAD, das ist so ein Gerät, das jetzt gerade bei den Black Lives Matter Protesten in den USA benutzt wird, ist so eine Art Lautsprecher, mit dem man halt einfach sehr fokussiert Leute mit sehr lauten Sirenengeräuschen letztendlich foltern kann. Ja. So Crowd Dispersal, also Leute lauten Schall aussetzen und sie vertreiben. Ja. Und dann sind die Ordnungskräfte halt letztendlich diejenigen, die selber Noise produzieren und Leuten mit Schall wehtun. Also die ganzen Begrifflichkeiten von Noise und Sound lösen sich sehr auf oder gehen ineinander über in solchen Situationen. Ja, ist sicherlich auch was nicht jeder so direkt auf dem Schirm hat, dass Noise dann auch schon wieder von anderen Leuten irgendwie adaptiert wird, die dann irgendwie professionell lauter sind als die eigentlich irgendwie stören wollen oder sowas, ne? Genau. Ja. Was heißt Noise vertreibt oder sowas? Wir haben hier auch oft so, ihr habt auch schon beide öfter bei Anachronism gespielt oder auch insgesamt schon, und wisst ihr eigentlich selber, wie oft ihr schon hier wart? Weil im Endeffekt, man kennt sie hier, ihr seid öfter hier, sei es mal als Gast, aber eben auch oft als Künstlerinnen so. Nachgezählt? Ich wollte noch nachschauen, aber wir hatten ja einen Internet-Fallout heute so und dann war die Datenbank off und dann, keine Ahnung. Ich würde sagen, ich habe so um die 10 Mal auf dem Schiff gespielt bisher. Mehr als 5, vielleicht weniger als 10. Ja. Ich weiß gar nicht. Also ich bin ja noch in den Genuss gekommen, Anfang März hier zu spielen, bevor dann wirklich alles dicht gemacht wurde. Ja. Und davor solo bestimmt irgendwie auch schon 2-3 Mal mit den Krachkisten Orchester wahrscheinlich auch 3-4 Mal. Und wir hatten aber schönerweise ja, das ist jetzt glaube ich 2 Jahre her, euch angefragt, ob wir hier unser Krachkistengeburtstag Sause machen können, weil wir unser 10-jähriges zu dem Zeitpunkt hatten. Und an dem Abend war die Grundidee, alle Leute aus dem Orchester, die eigene Musikprojekte haben, dann hier zu versammeln und denen auch eine Bühne zu geben. Und das war eine schöne, also man kann ja leider, muss ja von Erinnerungen an die Stunde sprechen. Aber das, ja, das war eine schöne Party und schönes Event. Und
ja, vermisse ich ja solche Sachen. Wenn du von Krachkisten sprichst, ich weiß nicht so, ob jeder oder ob viele wissen, was die Krachkisten sind. Was ist das? Also sind das Krachkisten oder? Ist eigentlich ein, ja, das ist ein Stammtisch von Leuten, die sich treffen und Bier trinken. Alle irgendwie mehr oder weniger, keine Ahnung, ähnliche Ideen haben von aber unterschiedlichsten Sachen. Uns verbindet noch nicht mal, dass wir alle Musiker sind, sondern man lädt, also ich lade Leute ein, die, von denen ich denke, die passen in die Gruppe. Andere Leute laden Leute ein, die, mit denen sie gerne Musik machen würden. Aber an sich ist das Krachkistenorchester eine lose Truppe von lustigen Leuten, die selbstgebaute Synthesizer, ähnliche Maschinen bedienen. Damit nie proben, sondern zum Auftritt zusammenkommen, genug Bier trinken und dann gemeinsam improvisieren. Ja. Und das ist dann eher schon, glaube ich, Neues als das, was ich solo mache. Auch weil es eben Impro-Orchester dann quasi, ja, ist so. Ab einer bestimmten Zahl von, also wir sind jetzt mittlerweile 25 Leute, also 25 Kisten, wir sind aber über 50 Leute, die sich dann immer abwechseln bei den Konzerten. Und da ist es dann auch schwieriger, aufeinander zu hören, aber das, darum geht es dann auch am Ende, ja, gar nicht mehr. Ja, wie es Zufall so will, weil wir hier ja eine Menge Zeug aufzeichnen so. Nicht nur so ein Stream wie heute, sondern generell so ein fettes Archiv eigentlich schon seit, ja, seit Bestehen führen so. Gibt es auch einen Ausschnitt von Krachkisten, glaube ich, so. Den könnte man gerade mal kurz, also wir nicht, weil wir es nicht sehen werden, aber die, die gerade zuschauen dann so bei Krachkisten, mal reingucken. So, das waren die Krachkisten, ne?
Gut. So. Ich mache direkt einfach mal so weiter. Ey, David, machst du eigentlich Neues? Oder, also wenn du selber dann spielst nachher? Oder? Ich behaupte, dass ich das mache. Beharrlich behaupte ich, dass das, was ich mache, Neues wäre. Ja. Weil von all den Genre-Kategorien, die so rumschwirren, inzwischen all diesen unmöglichen Bindestrich-Genres. Ja. Ich weiß nicht, ich mache Doom, Dub, Trance, I don't know. Zum Beispiel finde ich, einfach zu sagen, ich mache Noise, ist die große Schublade. So. Es ist total amorph, es kann alles Mögliche bedeuten, streckt seine Fühler in alle möglichen Richtungen aus. Und natürlich gibt es dann sowas wie so eine orthodoxe Form von Harsh Noise oder sowas inzwischen oder seit 20 Jahren, wo klar ist, was man alles nicht machen darf. Ja. Keine Beats haben, kein, ich weiß nicht was, haben, was irgendwie in Richtung Musik oder als Musik Erkennbares geht. Und da würde dann ein orthodoxer Harsh Noise Konsument sagen, dass das, was ich mache, also wurde mir mal gesagt, das wäre ja ganz schön poppig geworden, was ich inzwischen mache. Also fast schon anbiedernd, ne? Also so Pop-Fluff-Zeug. Ja, irgendwie es so ist ein erkennbarer schöne Rhythmus Musik drin. Ja. Oder ja, okay. Putbar. Aber halt eben, um nicht in irgend so einer bestimmten Blase stecken zu bleiben. Ja. Und das, was man macht, immer zu verändern, weil wenn Neues alles Mögliche bedeuten kann, dann wäre es ja auch wirklich traurig, wenn es wiedererkennbar sein würde. Ja. Du machst auch das Festival Neues Existence. Mhm. Das wäre im April gewesen. Das wäre im April gewesen und hinten wäre bei uns zu Gast gewesen für ein Konzert und einen Artist Talk. Und macht ihr auch Gespräche dort oder so? Ja, es gibt immer Vorträge von Philosophinnen, Theoretikern, die sich mit Noise beschäftigen. Also Steve Goodman, der dieses Sonic Warfare Buch geschrieben hat, war zum Beispiel 2018 zu Gast bei uns bei der Auftaktveranstaltung in der HFBK. Ja. Also es ist immer dieser Anspruch, Theorie und Praxis des Lärms zusammenzuführen. Ja. Wie lange gibt es das Festival schon? Das hast du hast das gegründet, oder? Mit Leuten zusammen? Ich habe das mit Leuten aus Bremen zusammen gegründet und die erste Ausgabe war 2016 in Bremen in der Schwankhalle. Ja. 2017 haben wir pausiert und 2018 dann das erste Mal hier in Hamburg auf Kampnagel das veranstaltet. 2019 die zweite Ausgabe und die dritte ist halt Corona-bedingt ausgefallen, wie so vieles. Die war ja im Endeffekt schon komplett durchgeplant, ne? Also so von vorne bis hinten. Genau, das war so zwei Wochen vorher ist die Allgemeinverordnung des Senats in Kraft getreten. Ja. Und es war Essig mit diesem Festival. Wird da was nachgeholt oder so? Oder arbeitet ihr da an was? Oder? Jetzt gerade noch nicht. Ich glaube, jetzt ist so allmählich der Zeitpunkt, wo alle sich so aus ihrem Schock und ihrer Trauerarbeit und der Corona-Lethargie eigentlich rausarbeiten und man wieder anfängt, ein bisschen nach vorne zu schauen und zu planen. Aber so konkret sind wir damit jetzt noch nicht geworden. Aber speziell war euer Anspruch wäre ja schon dann, glaube ich, dass das mit Publikum läuft. Auf jeden Fall. Also so eine Alternative. Ja, das ist ja eben auch die Frage, wie macht man so eine Veranstaltung, so ein Festival mit Social oder Physical Distancing? Ja. Was kommt auf diesen ganzen Kulturbereich jetzt eigentlich zu? Wie soll das gehen? Ja. Wirklich schlaue Ideen habe ich dazu noch nicht. Ja, es ist auch im Endeffekt so, dass halt, ja, sobald dann die soziale Distanz so gewährt werden muss, wie das jetzt gerade ist, macht einiges, was man davor so gemacht hat, halt keinen Sinn oder auch keinen Spaß dann. Oder es ist halt irgendwie, da kommt das auch voll schlecht rüber so. Ja. Ich weiß nicht, der Anblick von einem Publikum
einem großen Publikum, wo alle so eine Maske tragen, ist vielleicht, wenn man auf Dystopie steht, ein lustiger Anblick. Ja. Aber wobei großes Publikum so, also wenn ich teilweise hier Anachronism oder so manche Veranstaltungen, in der ich sag mal grob die Sparte Noise oder sowas und Geballer und alles drumherum und auch Drone ein bisschen abgedeckt wird, da ist man ja phasenweise schon auch so eher, gerade hier in Hamburg, auch ein bisschen unter sich. Also sind ja, kommen ja, jetzt nicht 300 Leute direkt sofort. Ja klar, wenn Veranstaltungen bis 50 Personen jetzt auf einmal zugelassen werden sollten, dann wären Tintin und ich, glaube ich, happy. Ja. Ja. Nicht gut, eigentlich 50 Leute. Aber eigentlich war das Noise Existent. Also ich war beim letzten da und das war schon im Clubraum hinten schön gut besucht. Ja, da hatten wir schon sowas wie 300 Gäste. Ja. Ja, überhaupt Musikstadt Hamburg und so weiter. Wie nehmt ihr das? Du bist schon lange hier in Hamburg, du auch. Keine Ahnung, über 10 Jahre oder sowas hier am Start beide. Mhm. Ich schätze auch mal sonst irgendwie aktiv mit selber auch auf Konzerte gehen, wenn was ist so. Was ist für euch Musikstadt Hamburg? So geht man, habt ihr irgendwie Läden, wo ihr so mega regelmäßig hingeht oder wo man weiß, so okay, da ist, wenn was ist, ist schon eher stabil so. In diesem Begriff Musikstadt Hamburg so ein bisschen komisch, weil der kommt von, die Schublade oder dieses Label haben ja andere aufgemacht. Ja, ja, deswegen benutze ich das auch, ja. Danke. Ja. keine Ahnung, in den letzten Jahren war das schon, oder habe ich eher mitbekommen, dass viele Leute, die selbst Sound machen, das Bedürfnis haben, auch selbst zu veranstalten, um auch für sich irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, Leute von anderswo einladen, bei denen sie selbst mal gespielt haben und damit irgendwie so ein intensiverer Austausch stattfindet als, weiß ich nicht, wie das vielleicht irgendwie so bookingmäßig normalerweise funktioniert. Und diese kleinen Sachen vermisse ich schon so ein bisschen, wo man Leute einlädt, weil man die gut findet und die dann irgendwo bei sich privat einquartiert und dann noch diesen Abend miteinander nach dem Konzerten miteinander verbringt. Und ich selbst habe diese Erfahrung halt gemacht, weil ich im Vorwerkstift die Galerie regelmäßig genutzt habe, um dort Konzerte zu veranstalten. War dann auch letztes Jahr auch viel auf der Schute tatsächlich, weil sich dort so eine neue Gruppe gebildet hat, die unterschiedlichst orientiert ist, von Punk bis Neues zu irgendwie so haut drauf, experimentell, Improv-Kram. Ja. Und für mich sind das eigentlich nicht so Orte, sondern das sind die Leute, die man hier schnell in Hamburg auch alle kennt. Dieses ist schon so ein bisschen Family Ding und das vermisse ich eher, also spezifische Orte, weil die Leute, die veranstalten, weil sie dieses eigene Bedürfnis haben, die legen sich dann auch nicht fest auf eine Venue, sondern man guckt halt, da und da geht was oder man kriegt die Anfrage von jemandem und fragt dann, kannst du den vielleicht unterbringen an dem und dem Tag und ein Konzert mit der Person veranstalten. Ja. Ja, du hast auch irgendwie gesagt, du machst jetzt noch eine Action auch mit irgendwas ist bei der Elfie oder sowas sogar. Also von wegen Orte und Venues und so. Ja, wie heißt die? Frauke Albert oder Albert? Die kommt von der neuen Musik, mit der ich so, also da gab es schon Berührungspunkte, weil ich Menschen, Musiker aus unterschiedlichsten Richtungen kenne. Und die hatte mich angefragt für ihre Veranstaltung an Ende September, ein Festival, was sich nennt Festival für immaterielle Kunst. Und ihr persönliches Bedürfnis war, oder um dieses Festival überhaupt stattfinden zu lassen, war aufgrund dessen, dass sie sich in der neuen Musik extremst als Performerin ausgenutzt fühlt. Und aber eigentlich
weiß nicht, das ist wahrscheinlich wie die Probleme, die Leute auch in der klassischen Musik und Ähnliches haben. Da gibt es halt einfach striktere Abgrenzungen zwischen Funktionen, die Leute haben. Dass der Komponist, dass der ausführende Musiker oder Performer und dass auch zwischen der neuen Musik und der experimentellen Musik wenig Austausch stattfindet. Oder Leute, die extremst in der ausführenden Position waren, sich sehr schwer damit tun oder vielleicht auch Steine in den Weg gelegt bekommen haben in ihrer Ausbildung, dass die schon gerne auch mit den lustigen, schrägen Noise-Leuten abhängen würden, aber da gibt es einfach dann auch vielleicht doch keinen Ort. Oder dann müsste es einen Ort geben und nicht nur dieses Netzwerk, diese Netzwerkgeschichte. Und ihr Bedürfnis war eben Leute, die in der Schnittstelle zwischen Performance und Musik arbeiten, einzuladen, um dort 2 Tage lang dieses Festival zu veranstalten und aber auch so einen neuen Überblick zu präsentieren, was es da noch für ein Subgenre gibt eventuell. Und die Elbphilharmonie hat sie sich tatsächlich ausgeguckt oder wollte sie speziell haben, weil sie schon auch wollte, dass ein anderes Publikum als diese Insider Leute mit diesem Kram konfrontiert werden. Ja. Und, aber auch da ist jetzt, also es ist relativ klar, dass das stattfinden wird, aber wahrscheinlich oder entweder mit wenig Publikum oder komplett ohne Publikum und dann wird es auch, also wahrscheinlich wird es aufgezeichnet und dann gestreamt. Ja. Also es ist im September, aber ist dann trotzdem, man plant eher mit einem Stream als mit irgendeiner Live-Nummer so. Ja. Wahrscheinlich, ja. Aber ja. Man weiß es alles leider nicht. ja, niemand weiß irgendwas, was das angeht, klar. Ja. Hast du auch was in der Pipeline irgendwie so noch, außer dass du nachher oder hier jetzt dann gleich noch spielst, so, was jetzt für dich noch ansteht die nächsten Monate als Künstler oder so oder Wochen oder keine Ahnung? Ein paar Veröffentlichungen, also ja. Musikveröffentlichungen, die stattfinden werden, so über die nächsten Monate verteilt und ein Buch zur Veröffentlichung bringen, was hoffentlich dieses Jahr noch klappen wird. Also neben der Doktorarbeit? Die Doktorarbeit als Buch zu veröffentlichen. Okay. Aber auch so, dass die quasi einem breiteren Publikum zugänglich ist und nicht nur so als 120 € paar Mal gedrucktes Ding dann so. Genau, ja. Genau, schon zum irgendwie erschwingbaren Ladenpreis. Ja. Ist das auf Deutsch geschrieben, auf Englisch? Oder? Das ist auf Deutsch geschrieben. Ja. Genau. Also das wird man dann vielleicht, wenn es gut läuft, dieses Jahr irgendwo finden können. Dann. Genau, im Transkriptverlag. Ja, auch classy irgendwie so, ja. Mittlerweile geht da schon auch echt viel drüber so. Ich weiß nicht, ich denke... Vielleicht ist auch ein guter Punkt. Wir können jetzt nämlich gleich noch so bevor es bei dir weitergeht, noch einen Blick ins Archiv werfen. So. Auf jeden Fall mal vielen Dank, dass ihr beide da seid, dass ihr Bock auf die Nummer hier habt und weiter euren Counter hochstellt, hier gespielt zu haben. So. Ich meine, was hier noch das Ding ist, so dass ihr halt auch immer diese Aufnahmen oder sehr oft diese Aufnahmen habt. Ne? Das ist halt schon auch ganz nett. Ich schätze es nicht. Kennt ihr sonst noch Orte, die das irgendwie so viel machen, also direkt dass man ein Video bekommt, wenn man gespielt hat? Nee, das kenne ich von keinem anderen Veranstaltungsort als der Stube tatsächlich. Ja, und genau da schauen wir jetzt auch rein. NOT und BSNU wird es noch zu sehen geben und viel Spaß noch im Archiv, bevor dann David hier gleich steht und noch Neues macht. Ne? Yeah.
Ja, jetzt sind wir langsam hier auch schon am Ende der ganzen Sendung angekommen, bevor David dann spielt. Wichtig ist uns auf jeden Fall noch ein paar Grüße rauszuschicken, zum Beispiel an den Verein für aktuelle Musik Hamburg, an den Hafenklang, ans Brutal Furore. Das ist ein Festival, das eigentlich im Juli hier stattgefunden hätte. Vielleicht passiert da noch auch was streammäßig so, das wird sich noch zeigen. Auch an Anachronism und an die Schwankhalle-Leute aus Bremen irgendwie einen schönen Gruß raus. Und wer die Möglichkeit hat, nächstes Jahr gibt es vielleicht ein neues Existence 2021. Klang ja eigentlich ganz spannend so für den oder für die, die noch nicht dort war. So. Ja. Mal abgesehen wird es dann nächstes hoffentlich nicht mehr allzu weiter Ferne auch hier wieder mal mit Publikum was stattfinden. Ja, das kommt halt darauf an, wie es weitergeht. Ne? Das werden wir sehen, auf jeden Fall. Ja. Man kann jetzt ja in vollen Bahn fahren, aber in Clubs stehen ist schlecht. Ja, ja. Ist eigentlich albern, oder? Ja. Das entscheide nicht ich. Ja. Schade eigentlich. Ja, ja. Ja, was gibt's denn sonst noch so? Naja, also, ne, wir haben ja gerade schon gesagt, mal gucken, ob man mal wieder kann. So. Und solange wir noch nicht können, ist natürlich irgendwie ne, in aller Munde die Unterstützung, die große Clubrettungsaktion oder Soli-Aktion von vom Clubkombinat Save Our Sounds. Oh Gott. Und da haben sich alle möglichen Leute irgendwie was einfallen lassen. Unter anderem auch ein Braumeister aus Wilhelmsburg. Und ich glaube, der hat mit über 30 Clubs in Hamburg und Kneipen und Läden, nicht nur Clubs, sondern auch Restaurants und so weiter, hat der so ein Likedela-Bier irgendwie aufgelegt. Likedela ist dieser Gedanke irgendwie zu sammeln und zu teilen. Hier ist die Flasche mit unserem Etikett. Ihr könnt das Ding im Internet bestellen. Ein Sechser kostet 20 Euro. Sparsam. 20 Euro ist lecker, ne? 20 Euro ist lecker, ja. Aber jetzt kommt der Punkt. Das Bier kostet eigentlich nur 10 Euro. Und 10 Euro gehen an uns, an die Spende, an jeweils den Club, an von dem ihr die Flaschen mit den Etiketten, den entsprechenden Etiketten kauft. Das ist auf jeden Fall wieder eine gute Möglichkeit zum Trinken für einen guten Zweck, ne? Trinken für einen guten Zweck ist immer gut. Ja, in diesem Sinne, ne? Ja, eine Sache noch, die nächste Sendung in 2 Wochen, 25.06. wieder hier aus irgendeinem Laderaum. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, vielen Dank an Club Forward auch, dass das Ganze hier so rausgeht und wir wenigstens ab und zu ein bisschen was machen können, so, ne? Ja, vielen Dank sowieso an die gesamte Crew, an alle so, ja. Ne? An dich auch. Ja, an dich auch. Danke. Danke, David. Danke, David. Und ich würde sagen, viel Spaß mit David. Ja. Lass krachen.